Umgang mit Prinzipienreiterei. Vielleicht ist in deiner Umgebung jemand, der so richtig Prinzipienreiter ist. Jemand, der immer wieder sagt, das machen wir so und das sollte so gemacht werden. Und du hast das Gefühl, du erstickst dadurch. Wie gehst du damit um? Zunächst mal ist es gut, dem anderen Respekt zu geben. Es ist gut, dass es Prinzipienreiter gibt. Es ist gut, dass es Prinzipien gibt. Reines Chaos kann letztlich zu Faustrecht führen und zum Durchsetzen des Stärkeren. Gerade in größeren Gemeinschaften braucht es Prinzipien. Es braucht auch verschriftlichte Prinzipien. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die darauf bestehen, dass sie eingehalten werden. Es ist genauso wichtig, dass es andere gibt, die dort etwas offener sind, die öfters auch die Grenzen austesten, ausloten und dann etwas Neues machen. Und vielleicht wird das, was sie machen, später zu Prinzipien erhoben. So ist es gut, Menschen, die Prinzipienreiterei betreiben, sie dafür anzuerkennen, dass sie die bestehenden Regeln irgendwo einhalten wollen. Und dann, wenn sie erstmal dafür Anerkennung bekommen, sind sie oft bereit, auch Neues auszuprobieren. Vielleicht kannst du auch probieren, ein Prinzip zu etablieren, nämlich, dass man auch offen ist für Neues und öfters mal etwas Neues ausprobiert. Vielleicht kannst du dieses Prinzip verschriftlichen und dann kannst du auch den Prinzipienreitern sagen, ja, zu unseren Prinzipien gehört auch Offenheit für Neues.